Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anders als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Für Schweiz ist etwas mehr wegen der Banküberweisung, wegen der Gebühren. Liebe Melina, ich grüße dich. Das Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts, gar nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, das ist dein Seelenplan. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich aber. Wobei bei Sonnenbewegung muss ich das genau beschreiben, die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und diese Bewegung, was man Transit nennt, löst was aus im Horoskop und das schauen wir genau an. Sonne bewegt sich zurzeit im Widder. Ich setze die Sonne hier im Widder. Das ist die Monatsthema, da klärt sich etwas, da sollen wir genau hinschauen. Und hier ist die Lebenskraft, die Lebensenergie. Und das bedeutet bei dir erstens die Widderenergie, Kraft, Mut zu zeigen, dich zu behaupten, mal etwas Neues wagen, was dich begeistert. Dann kommt noch die fünfte Lebensbereich, Thematik auch dazu, wie Kinder, Verbindung zum Kinder, eigenen Kindheit, die Erinnerungen, das inneren Kind, die schöpferische Energie und Lebensfreude. Hier bewegt sich auch Uranus und Uranus bleibt länger natürlich und Uranus bringt hier Umbrüche und Veränderungen. Die Themen sind dieselben. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Bewegungen wie Auto oder Sport gehört auch dazu. Mit Mars-Energie können wir uns behaupten im Leben, uns durchsetzen oder uns wehren. Mars ist männlich und bedeutet auch der Mann. Das kann natürlich die Partner sein, aber bei dieser Bewegung, wo im Horoskop etwas aktiviert wird, kann natürlich auch andere männliche Personen bedeuten. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier. Natürlich, die Stier hat auch eine Bedeutung. Um Werte, um Besitz kümmern oder um Finanzen. Stier bedeutet auch den Tag mal genießen, etwas mit Ruhe betrachten. Und dann kommt noch die Thematik sechster Lebensbereich dazu. Arbeit, Gesundheit, da die Kraft einsetzen oder Begegnung in diesem Lebensbereich mit einer männlichen Person. Das, was Mars hier aktiviert. Jupiter vergrößert etwas, schenkt uns Optimismus, bringt uns Chancen, Möglichkeiten, Glück im Leben und vertritt auch die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Jupiter ist gerade rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet, es wird etwas gebremst oder sollen wir noch etwas überprüfen, nachschauen. Diese Rückläufigkeit hat oft mit karmischen Themen oder Vergangenheit. Jupiter bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Skorpion.
Und hier handelt es sich um Gefühlen, weil Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Mit Jupiter Einfluss fühlst du intensiver deinen Gefühlen und bist du gerade dabei, Angst, Zweifel, Unsicherheit, Schuldgefühl, all diesen negativen Gefühlen loslassen und übergehen auf den anderen Gefühlen wie Liebe, Dankbarkeit, Begeisterung, eine Wandlung. Du befindest dich hier eine Wandlung und schaust in die Tiefe. Hier kommen auch karmische Themen. Gerade bei dieser Rückläufigkeit, Jupiter löst so etwas auch aus. Saturn ist der Planet der Schicksal, hütet den Karma, belehrt uns, hilft uns etwas in Form zu bringen, in Gestalt zu bringen, damit wir Sicherheit und Halt haben im Leben. Saturn bewegt sich im Schütze und das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Mit deinen persönlichen Lebensumständen, deine vertraute Umgebung, was dich persönlich trifft. All das, was dich persönlich trifft und auch die Selbstdarstellung, deine Persönlichkeit, Leben, das im Ausdruck bringen, das, was Saturn belehrt dich gerade. Pluto ist auch hier und Pluto sagt, konzentriere auf den Wesentlichen und das bist du selbst. Und sei von dir selbst überzeugt, das ist die innere Kraft bei Pluto-Energie und Pluto vermittelt noch etwas, alles oder nichts, alles auf eins setzen und das ist der Fokus, da sollst du gerade konzentrieren. Neptun lässt unsere Träume verwirklichen, vorausgesetzt ist, wir glauben das. Neptun ist im Wassermann, natürlich kommt die Wassermann-Energie dazu, das sind die Ideenreichtum, die Leichtigkeit und auch dieses Gefühl zu haben, einzigartig, außergewöhnlich zu sein. Und dann die Themen von dritter Lebensbereich kommt noch dazu, Kontakte zu Verwandten, Nachbarn, Bekannten, Schulungen, Bildung oder gerade das, was du lernst, deine Träume zu verwirklichen. Und Internetmedien gehört auch dazu. Venus ist die weibliche Energie und alles, was schön ist, gehört zum Venus, wie Schönheit, Kreativität, Kunst, Harmonie und Frieden. Venus ist weiblich, eine weibliche Energie, zeigt auch deine Weiblichkeit oder bei diesem Transit, bei dieser Bewegung kann auch Einflüsse von außen kommen, Kontakt von anderen Frauen. Mit Venus-Energie verschönern wir etwas, bringen wir etwas in Harmonie. Venus bringt uns auch Glück. Und aktiviert Themen wie Liebe, Partnerschaft. Venus ist die Liebesplanet und kann auch auslösen, dass wir Kontakt haben mit einer Frau oder mehreren Frauen. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Hier hast du karmische Themen im Geburtshoroskop. Hier aktiviert was und das bedeutet Lernen, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Das ist Fischenenergie, deine Träume, deine Kreativität, Leben. Außerdem deine Wohnsituation. Das heißt, mit Venus-Einfluss verschönerst etwas zu Hause. Merkur ist auch hier. Entweder lernst du das gerade oder bist im Rückzug und liest du ein schönes Buch. Bei Merkur-Einfluss kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst. Was mit deiner Wohnsituation oder mit Einrichtung was zu tun hat. Mond ist auch hier. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag.
Mond beeinflusst auch unsere Gefühle. Bei Mondenergie kann auch kleinere Veränderungen da sein oder Empfängnis, Schwangerschaft, Mütterlichkeit. Mond steht auch mit Mutter in Verbindung. Zweite Mal steht Mond mit Venus in einer sogenannten Konjunktion, das heißt, die treffen sich und wirken zusammen. Die können gar nicht getrennt wirken. Bei Venus kann auch die Liebe bedeuten, Liebe, die Gefühle intensiv zu spüren, aber wirkt auch auf deine Wohnsituation. Dritte Mal steht Merkur und Mond in Verbindung und das heißt entweder Gespräche über Gefühle oder gefühlsvolle Gespräche oder Veränderung in Wohnsituation und kommt zum einen Vertrag. 4. Mai ist Neumond, exakt um 23 Uhr 46 Minuten immer wieder und das heißt Sonne und Mond treffen sie sich. Bei einem Neumond sollen wir zurückhaltend sein, nachdenklich sein, meditieren. Die Themen sind die Wiederenergie, die Neuanfang oder wie kannst du dich behaupten, dich durchsetzen. Dazu kommen die Themen vom 5. Lebensbereich. Die Kontakt zum Kinder oder überlegen etwas, was wir gestalten möchten, diese schöpferische Energie, diese schöpferische Kraft. Natürlich bei diesem Neumond auch möglich, nachdenklich zu sein. Und da kommen die Erinnerungen an eigene Kindheit. Bei Mond kann auch Mutterthemen auch sein. Bei Sonne geht es um Vater, bei Mond geht es auch um Mutter. Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert auch Mutter. 5. Mai ist Merkur im Widder. Merkur aktiviert hier die Themen Kindheit oder Gespräche über Kinder oder mit Kindern. Merkur verkörpert auch diese Zeit. Merkur steht für Kinder und Jugendliche. 6. Mai ist Mond im Stier. Aktiviert Themen Arbeit und Gesundheit. Dann kommt noch die Stierthemen dazu, etwas in Besitz zu nehmen oder um Besitz zu kümmern oder Finanzen oder einfach mal den Tag genießen, die Ruhe bewahren und genießen. 7. Mai ist Mars in Zwillinge. Mars übergeht im 7. Lebensbereich. Und das hat mit Partnerschaft was zu tun. Und Mars ist ein Mann, also aktiviert dieser Bereich. Mars bleibt natürlich länger hier und wirkt im Bereich Liebe, Partnerschaft. Dann kommt die Zwillingsenergie dazu. Und das ist die Leichtigkeit, das spielerische Kontakt, Kommunikation, bewegt sich etwas mit Zwillingsenergie, bewegt sich etwas. Außerdem, und das ist auch wichtig zum Sagen, Rahu und Ketu. Du hast hier Ketu im Geburtshoroskop, im 10. Lebensbereich, im Jungfrau. Und Rahu hast du hier in Fischen im 4. Lebensbereich. Das sind die beiden karmischen Knoten. Beide zusammen bilden sich eine Drache. Aber die sind getrennt, weil die Kopf wurde abgeschnitten. Die Kopf ist Rahu, das ist hier im Fischen, und die Körper dieser Drache ist Ketu, die absteigende Mondknoten, das hast du hier im Jungfrau. Und das symbolisiert Vergangenheit, alten karmischen Themen, alten karmischen Erinnerungen und die Drachenkopf ist die Richtung, was deine Seele braucht, was du noch nicht kennst. Die Seele sucht diesen Weg und das hast du hier in Fischen. Diese beiden Mondknoten, die bewegen sich auch und Ketu, dieser Drachenkopf,
Körper, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch hier im Schütze. Und das hat mit deinem persönlichen Leben und mit deiner Persönlichkeit zu tun und kommen auch karmischen Erinnerungen. Und Rahu, dieser Drachenkopf, was gerade den Weg zeigt, was du brauchst, dieser Drachenkopf befindet sich ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch hier in Zwillingen und aktiviert Thema Liebe, Partnerschaft. Mai. Mond steht in Verbindung zum Mars in Zwillingen und das kann eine Begegnung sein, Gesprächen mit diesem Mann und Thema ist natürlich Liebe, Partnerschaft. Das ist der siebte Lebensbereich und wenn die karmischen Knoten hier befindet, dann kann auch eine karmische Begegnung, eine karmische Liebe sein. Im selben Tag steht Merkur und Uranus in einer Verbindung. Merkur-Uranus hier im Widder, das kann für dich ein Neuanfang sein. Und dann kommt die fünfte Lebensbereich dazu, die Lebensfreude. Und das hat mit der Liebe-Partnerschaft bei dir was zu tun, weil hier ist Mars und Mond, das sind die gleiche Zeit, aktiviert etwas. 10. Mai ist Mond im Krebs. Und dann kommen Themen wie Erneuerung. Hier hast du im Geburtshoroskop Mond, das sind Mutterthemen. Oder handelt sich um deine Gefühle. Hier wird die Gefühle transformiert, Angst loslassen, im Vertrauen bleiben. Und genau das, was Mond hier auch aktiviert. 11. Mai ist Venus im Widder. Venus hat mit der Liebe was zu tun oder mit Kindern, aber das ist weiblich, also mit einem Mädchen kann auch in Verbindung sein. Hier handelt es sich um Lebensfreude, Kreativität, schöpferische Kraft, etwas schöpferisch gestalten oder Kinder. All das wird aktiviert. Venus gibt die Glück, Kreativität oder hat mit einem Mädchen was zu tun. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist immer Unsicherheit, Spannung, Nervosität. Das ist exakt um 2 Uhr 12 Minuten. Es fehlt die Erde, es fehlt die Sicherheit, Stabilität, Struktur. Und diese Unsicherheit verspürst hier im Krebs. Kann das um familiären Themen handeln oder Erbschaft. Oder Gefühlen wie, sollte es loslassen und man neigt dazu, unsicher zu sein, kommen Verlustängste und dann versucht man, dieses Gefühlen auch noch festzuhalten oder jemand festzuhalten. 13. Mai ist Mond im Löwe, aktiviert Themen Reisen und Spiritualität. Bei Löwe-Energie handelt es sich um Selbstfindung und unserem Herz, unserem Herzensangelegenheiten, weil Löwe steht damit in Verbindung. 15. Mai ist Mond im Jungfrau, aktiviert Themen Ansehen, Anerkennung, Zielsetzung, Berufung. Jungfrau-Energie kommt auch dazu, Heilung, Bereinigung an etwas. Jungfrau hat die Heilenergie in sich. Natürlich kann das auch deine Berufung sein. 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Die Monatsthema wird sein Arbeit und Gesundheit. Mai ist Mond im Waage. Hier hast du Gaia im Geburtshoroskop und das ist unser Planet Erde.
Und hier manifestiert sich etwas bei dir in dein Leben. Was ist das, was hier manifestiert? Entweder Freundschaften, 11. Lebensbereich, oder deine Wünsche, Sehnsüchte. Und bei Waage handelt sich um Gerechtigkeit oder Liebe, Partnerschaft. Und dass du deine Wünsche lebst, dass du das vertrauen sollst, weil genau das manifestiert sich, Mond aktiviert hier diese Themen. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet diese Themen. Dieser Vollmond ist exakt 22 Uhr und 11 Minuten. Im selben Tag steht Venus und Uranus in Verbindung. Hier im Widder. Widder kann auslösen, dass hier um einen Neuanfang geht. Und bei Venus Energie natürlich Liebe, Partnerschaft. Und Uranus bringt diese Veränderungen. 19. Mai ist Merkur im Stier. Merkur verlässt die Widder und übergeht im Stier, aktiviert Themen Beruf, Gesundheit. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Handlungen, Gesprächen, Terminen, Verträgen. Das kann Vorstellungsgespräch sein, Arbeitsvertrag oder Arzttermin oder Gespräche über die Arbeit, über die Gesundheit. Am 19. übergeht Mond im Skorpion, das ist eine abnehmende Mondphase, das bedeutet Rückzug, achte auch auf deinen Gefühlen. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter vergrößert etwas. Hier handelt es sich auch bei Skorpion-Energie, auch bei Mond-Energie um Gefühle, dass du in die Tiefe schaust, dass die Ursache erkennst an etwas oder achtest auf deinen Gefühlen. Das ist wichtig, Rückzug, Ruhe bewahren, auf deinen Gefühlen achten. 21. Mai ist Mond im Schütze. Das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun, auch mit deinem Aussehen auch etwas zu tun. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung. Nimm deinen eigenen Gefühlen ernst oder verändern etwas auf dein Aussehen, Auftreten. Oder kommt hier Mütterlichkeit oder Mutterthemen? Saturn zeigt, bringt das in Form. Oder ist wichtig, dass andere dich ernst nehmen und du sollst es auch verlangen von anderen. 23. steht Mond mit Pluto in Verbindung und das heißt, vertraue deiner inneren Kraft. Das ist deine Überzeugungskraft oder versuch, andere von etwas überzeugen. 24. Mai steht Merkur im Diamant, Merkur im Stier, im 6. Lebensbereich. Das handelt sich um Besitz, um Arbeit, um Gesundheit. Wenn Merkur im Diamant ist, dann heißt das, beschleunigt etwas, das klärt sich etwas auf, dann kommt die Wahrheit ins Licht. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock, aktiviert Themen Werte, Wertschätzung, Finanzen. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann und das ist Spannung, Unruhe, Unsicherheit. Themen sind Schulungen, Bildung, Kommunikation, Informationen, Medien, Internet, aber auch Verwandten, Bekannten, Nachbarn. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Beide hat mit unserem Unbewussten zu tun. Beide hat mit unserem Träumen was zu tun. Bei Neptun kommt noch die Kreativität dazu. Das ist sehr intensiv, kann auch auslösen, dass du hier deine Träume verwirklichen sollst oder hast du einen wichtigen Traum.
29. Mai ist Mond im Fischen und aktiviert den Bereich, die Wohnsituation oder etwas, was dir Halt gibt im Leben, Sicherheit, Stabilität und Halt, oder kann auch Themen auslösen, wenn du etwas gründest. 31. Mai ist Mond im Widder. Das kann für dich ein Neuanfang bedeuten oder Erinnerungen an deine Kindheit, das innere Kind, Verbindung zu deinen Kindern oder allgemein zum Kinder, deine schöpferische Kraft, deine schöpferische Energie, Lebensfreude, vielleicht sogar ein Neuanfang mit dieser Widderenergie. Liebe Melina, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.